Markenpullis, Vintage-Hemden und sogar Hüte. Über 2 Tonnen Secondhand-Kleider, die hauptsächlich aus Europa kommen, stehen hier zum Verkauf. Viel Auswahl für alle, die ein Schnäppchen suchen. Ich habe 2-3 schöne Sachen gefunden. Meine Tour ist aber noch nicht fertig. Ich glaube, ich kürze es ein bisschen. Es ist schön, oder? Vor allem so Jacken und Pullis finde ich ist eigentlich ziemlich gut. Ja. J'ai trouvé plein de pantalons. Ich habe viele Hosen gefunden, vieles, was gut ist. Bei den T-Shirts muss ich noch schauen, aber man findet viele Sachen. Ich habe Marken-T-Shirts und Pullis gefunden, die in den Läden viel teurer werden. Ich finde das Konzept echt gut. Das Hauptziel von Vino Kilo ist es, gebrauchte Kleider zu verkaufen und die Bevölkerung dazu zu ermutigen, diesen Kleider ein zweites Leben zu schenken. Sie wollen aber auch vom aktuellen Secondhand-Boom profitieren. Secondhand, Vintage ist momentan am Boom. Es kommt auf jeden Fall wieder, seit so 5, 6, 7 Jahren. In der Schweiz haben wir, ist meine Wahrnehmung auf jeden Fall, dass es nicht so viel Secondhand und Vintage gibt. Ja, da ist der Markt irgendwie noch nicht so, deswegen freuen sich die Schweizer, glaube ich, immer, wenn wir da sind und besuchen uns auch eigentlich immer relativ gut. Wie viele Kleider heute verkauft worden sind, ist schwierig abzuschätzen. Sicher ist nur, dass fast niemand mit leeren Händen gegangen ist. Hier haben die Artikel keinen individuellen Preis, es muss gewogen werden. Ein Kilo kostet 75 Franken. Das sind 2 Kilo 750, das passt ziemlich gut. Aber es ist gleich überraschend. Weniger als ein Kilo, das wollte ich, super. 600 Besucherinnen und Besucher haben sich für heute ein Ticket reserviert, um durch den März zu stöbern. Vino Kilo packt heute oben wieder seine Sachen zusammen. Der nächste Halt der Tour ist in Luxemburg.